Herzlich willkommen nach langer, langer Zeit zu einem neuen Video auf meinem Kanal zu dem Thema Let's Talk About Latex. Ich muss zugeben, es sind jetzt mittlerweile fast 8 Monate vergangen oder mittlerweile sogar 9 Monate, in denen ich wirklich gar kein einziges Video mehr für YouTube gedreht habe. An dieser Stelle möchte ich mich bei euch, meiner Community, natürlich bedanken für eure Geduld und eure Treue. Ihr habt knapp 9 Monate auf dieses Video warten müssen. Und ich möchte euch die Gründe natürlich auch nennen, weswegen ich eigentlich so eine lange Pause von YouTube gemacht habe. Wer mir auf diesem Kanal schon länger folgt, dem ist wahrscheinlich aufgefallen, dass mein Anspruch an die Videos eher Aufklärung ist. In meinen Augen hat Latex nämlich viel mehr Aufmerksamkeit verdient, abseits von diesem Ganzen und einfach mal komplett neutral betrachtet. Latex ist nämlich einfach nur ein ganz normales Material, was einfach mit einem richtig schlechten Image belegt ist. Ich versuche hier auf diesem Kanal das Ganze recht neutral zu halten und einfach mal komplett neutral zu beleuchten, denn ich finde, das hat es verdient. Es sollte auf diesem Kanal komplett ohne Vorbelastung gesehen werden und genau darum geht es mir, um Inhalte. Das im Hinterkopf zu behalten und den Anspruch an mich selber, ist es für mich in den letzten Monaten ziemlich deprimierend gewesen, YouTube-Videos zu drehen. Das Problem, was sich nämlich bei mir entwickelt hat, war, dass meine Videos einfach meistens falsch eingestuft worden sind und dementsprechend den wenigsten Menschen angezeigt. Das ist insofern ein Problem, weil mein Content absolut nicht in diese Branche reingehört. Und das war für mich einfach ein Punkt, wo ich erstmal versucht habe, dem Ganzen auf den Grund zu gehen. Teilweise haben meine Videos eine Altersbeschränkung bekommen, wo ich noch nicht einmal ansatzweise nachvollziehen konnte, warum. Durch die falsche Alterseinstufung werden meine Videos eben entsprechend nur wenig Leuten angezeigt. Es ist für mich also ziemlich deprimierend, dass ich mir die Arbeit umsonst mache. Das heißt, ich plane über Wochen, Monate ein Video, ich drehe das Video, ich schneide das Video, ich bearbeite das Video und im Endeffekt sehen es vielleicht nur ein paar Leute. Das heißt, meine komplette Arbeit ist umsonst. Ich wollte der ganzen Sache auf den Grund gehen und bin mit YouTube ins Gespräch gegangen, aber das hat leider nichts gebracht. Deswegen reden wir am besten nicht mehr drüber. Ich versuche jetzt einfach ein anderes Konzept zu fahren. Und zwar werde ich jetzt in meinen Videos erst einmal kein Latex mehr anziehen, weil ich nicht wirklich weiß, wodurch der YouTube-Algorithmus getriggert wird. Deswegen teste und taste ich mich jetzt ein wenig vor, um zu schauen, was so in Zukunft passiert. Was ich mir allerdings überlegt habe, ist, dass ich eventuell eine YouTube-Mitgliedschaft anbiete, um dort wirklich auf die wichtigen Themen einzugehen, die vielleicht, wo ich im Vorhinein schon weiß, dass sie von YouTube eine Altersbeschränkung bekommen, da werde ich vielleicht mal schauen, ob das sinnvoll wäre. Daher meine Frage an die Community, wäre so etwas überhaupt erwünscht? Schreibt es mir am besten einfach in die Kommentare. Ich habe das Gefühl, bei YouTube ist Latex als Alltagskleidung noch nicht wirklich angekommen und darum dreht sich auch eigentlich das heutige Thema des Videos. Ist Latex überhaupt alltagstauglich? Und ich würde sagen, genug gemeckert, wir gehen jetzt einfach mal in das Thema rein. Viele von euch haben mir geschrieben, dass sie sich generell gar nicht trauen, Latex zu tragen, sei es jetzt im Alltag oder einfach nur zu Hause. Wenn du Tipps haben möchtest, wie du dich trauen könntest, dann klick einfach auf dieses Video. Da habe ich vor ein paar Monaten mal ein paar Tipps für dich zusammengesucht. Wenn wir über Alltagskleidung sprechen, dann sprechen wir meistens über hier so etwas T-Shirts, Jogginghosen, irgendwelche normalen Hosen. Aber was macht Alltagskleidung denn überhaupt aus? Was bedeutet Alltagskleidung? Kleidung, die man jeden Tag anzieht. Per se würde ich jetzt so aus meiner Intuition heraus sagen, nein, es spricht nichts dagegen, Latex jeden Tag zu tragen. Latex als Alltagskleidung zu benutzen ist möglich. Immerhin gibt es ja mittlerweile verschiedene Outfits von Latex. Es gibt Hosen, es gibt T-Shirts, es gibt Jacken, es gibt Socken, es gibt Unterwäsche. Regenschirme, glaube ich auch mittlerweile. Es gibt sie in 1000 Formen und Variationen, unsere geliebten Latexstücke. Allerdings, so müssen wir uns eingestehen, gibt es ja natürlich verschiedene Eigenschaften, die Alltagskleidung erfüllen muss. Brechen wir das ganze Thema einfach mal ganz banal runter. Wir stehen vor unserem Schrank und möchten einfach schauen, was wir heute tragen. In den meisten Fällen beurteilen wir das Ganze gar nicht rational, sondern es ist gefühlsabhängig. Wie fühlst du dich heute? Was könnte dieses Gefühl zum Ausdruck bringen? Was möchte ich denn vermitteln? Und darum geht's. Es geht meistens um das Gefühl, es geht meistens um den Selbstwert, um das Selbstbewusstsein, was wir nach außen tragen möchten. Wir möchten jemand sein, wir möchten etwas transportieren. Kleidung gibt uns ein besonderes Gefühl.
und je nach Lust und Laune tragen wir das nach außen. Heute zum Beispiel habe ich einfach nur dieses Shirt an, weil ich mich sportlich kleiden möchte. Ich möchte es mir bequem machen, das Wetter draußen ist bescheiden, sagen wir es so, und ich habe heute einfach keine Lust auf enge Kleidung. Das bedeutet runtergebrochen, wenn wir uns für ein bestimmtes Kleidungsstück entscheiden, dann versuchen wir eine gewisse Außenwirkung zu erzeugen. Und in den meisten Fällen wollen wir auch, dass diese Außenwirkung gespiegelt wird. Das bedeutet, ich stehe vor meinem Kleiderschrank und ich fühle mich heute richtig gut. Ich fühle mich richtig gut, ich fühle mich meinetwegen ziemlich wohl in meinem Körper und möchte das auch transportieren. Das heißt, ich ziehe etwas Enges an, etwas vielleicht Figurbetontes und gehe nach draußen. Ich möchte etwas gespiegelt bekommen, nämlich, dass ich gut aussehe. In den meisten Fällen ist das Ganze ein unterbewusster Prozess. Aber wir alle haben das. Sei es der Anzug beim Mann, das Abendkleid bei der Frau oder etwas Figurbetontes oder. Genau das ist das Gleiche, wenn wir Latex tragen. Wir suchen uns bewusst Latex aus, um darin eine gewisse Wirkung zu erzielen. Bei manchen ist es Provokation, bei manchen ist es einfach nur sich wohlfühlen in der zweiten Haut. Es gibt tausend Gründe, warum man Latex tragen könnte. Und genau darin liegt der Knackpunkt. Wenn wir Latex in der Öffentlichkeit tragen, dann haben wir meistens Angst. Wir haben Angst vor dieser Außenwirkung. Wir haben Angst, dass unser Inneres, das Bild, was wir nach draußen transportieren wollen, nicht richtig zurückgespiegelt wird. Das bedeutet, wir gehen schon mit einer Unsicherheit nach draußen und diese Unsicherheit wird uns dann auch gespiegelt. Wir alle haben schon einmal jemanden auf der Straße gesehen, der komplett andere Sachen anhatte als der Rest. Was passiert unterbewusst? Wir stufen diesen Menschen ein. Wir sehen ihn als etwas anders an. Wir sehen diese Person, wir sehen den Kleidungsstil und was passiert? Wir denken uns in erster Linie, wow, die Person ist mutig. Ob uns der Kleidungsstil gefällt oder nicht. Wir entwickeln einen gewissen Respekt vor der Handlung des Menschen, dass er sich traut, genau so auf die Straße zu gehen. Wie gesagt, es muss uns nicht gefallen oder vielleicht gefällt es uns, aber wir ziehen sozusagen den Hut vor der Person. Und genau das ist es nämlich. Wenn ich in Latex auf die Straße gehe oder irgendjemand anderes in Latex auf die Straße geht, die Personen schauen, aber niemals wird die Person negativ auf dich zukommen und dir sagen, du sollst das, was du trägst, ausziehen. Denn dazu fehlt ihnen der Mut. Man kann Blicke interpretieren oder auch nicht. Das ist alles das, was du selber draus machst. Wenn du den Mut aufbringst, in Latex auf die Straße zu gehen, wenn du den Mut aufbringst, dein Ding einfach durchzusetzen, dann entwickelst du ein Mindset, welches Selbstbewusstsein ausstrahlt. Und das macht immer einen guten Eindruck auf Menschen. Denn viele Menschen trauen sich einfach nicht, das zu machen, worauf sie wirklich Lust haben. Und jemand wie du, der sich traut, das einfach mal zu machen, der ist mutig in den Köpfen der Menschen. Wobei das Lustige in der Sache ist, dann ist es dir auch egal, wie du auf Menschen wirkst. Aber natürlich ist es leichter gesagt als getan. Das Thema Selbstbewusstsein ist nochmal etwas ganz anderes und ich kann das Ganze hier auch nur laienhaft auf diesem Kanal beurteilen, denn dazu fehlt mir die Expertise, um dahingehend wirklich euch Tipps an die Hand zu geben, weil es auch einfach nicht authentisch wäre von mir, weil ich tatsächlich selber noch nicht an dem Punkt bin, wo ich eben hin möchte. Wenn ich überlege, wo Latex als ganz normales Material von anderen Leuten getragen wird, dann kommt mir direkt die Gaming- oder die Filmbranche in den Kopf. Nehmen wir uns doch einfach mal den Film Matrix vor. In den alten Teilen trägt Trinity zum Beispiel Latex. Es suggeriert diesen Coolness-Faktor, den Action-Charakter. Die Action-Charaktere nach außen. Eine coole Frau in einem eng glänzenden Anzug, die Stärke repräsentiert. Nichts anderes ist es in Spielen. Wenn dort Charaktere Latex tragen oder zumindest etwas Latex-ähnliches, sollen sie immer den Coolness-Faktor verkörpern. Wir haben in unserem Kopf ein gewisses Bild von uns, was wir nach außen transportieren wollen. Man sagt ja nicht umsonst, Kleider machen Leute. Wobei ich das Sprichwort eigentlich umdrehen würde und sagen würde, Leute machen Kleidung. Denn das, was man mit der Kleidung verbindet, das macht die Person zu der Person, wo wir denken, dass sie die Person ist. Ist das jetzt verständlich? Ich meine damit, wir haben ein gewisses Bild im Kopf,
wie eine Person wirken könnte, wenn sie etwas anzieht. Das heißt, wir Menschen stempeln eine Person ab anhand ihrer Kleidung. Nicht die Kleidung an sich, das, was wir mit der Kleidung verbinden. Und das sollten wir im Hinterkopf behalten. Um das Beispiel von vorhin nochmal aufzugreifen, wir ziehen uns etwas aus Latex an, gehen nach draußen, fühlen uns wohl und möchten einfach in unseren Latex-Sachen rumlaufen. Jemand schaut uns von oben bis unten an und wir denken nicht, wir fühlen uns direkt verunsichert. Wir denken, die Person gegenüber hat etwas gegen uns. Aber ganz ehrlich, in den meisten Fällen hat die Person, die uns komisch anschaut, eher ein Problem mit sich selbst. Denn dieser Mensch bewertet uns anhand unserer Kleidung. Und ehrlich gesagt, erstens ist das kein guter Charakterzug und zweitens zeigt das nur die eigene Unsicherheit. Das heißt, das Eigentliche, woran wir arbeiten müssten, wenn wir Latex im Alltag tragen wollen würden, ist unser Mindset. Denn das ist es, worauf es ankommt. Wir machen das, wo wir uns wohlfühlen und das sollten wir auch nach außen strahlen, egal wie unsere Umwelt darauf reagiert. Ich weiß, es ist leichter gesagt als getan, aber alles das ist Trainingssache. Aber genug von diesem ganzen psychologischen Kram, das soll hier ja auch nicht in eine Therapiestunde übergehen. Wir wollten eigentlich darüber sprechen, ob Latex für den alltäglichen Gebrauch überhaupt zu gebrauchen ist. Was bedeutet das denn überhaupt? Wenn man sich die Geschichte der Mode anschaut, dann sieht man, dass eine Tendenz, sagen wir mal, zur Freizügigkeit zu sehen ist, wenn man das so sagen kann. Also Dinge, die früher undenkbar waren, sind heute schon Normalität. Wenn man beurteilen möchte, ob Latex alltagstauglich ist, dann müsste man sich eigentlich auch die Eigenschaften von Latex anschauen. Das Ganze würde ich aber gerne noch einmal in einem Video für euch zusammenfassen, denn das würde hier den Rahmen sprengen. Wenn ich daran denke, Latex jeden Tag, wirklich jeden Tag, als meine normale Alltagskleidung in der Öffentlichkeit zu tragen, stellt sich bei mir erstmal folgende Frage. Hält es das Material überhaupt aus, jeden Tag getragen zu werden? Ich muss gestehen, da bin ich mir tatsächlich gar nicht mal so sicher. Wenn man Latex als Alltagskleidung in seinen Kleiderschrank integrieren möchte, dann muss gesagt sein, es gibt natürlich signifikante Unterschiede bei den Latexstücken. Tatsächlich würde ich behaupten, ein Latex-Catsuit ist nicht alltagstauglich. Eventuell, wenn man etwas drüber zieht, aber das ist natürlich nicht der Sinn, worüber wir hier sprechen. Man sollte das Latex natürlich sehen. Also wenn wir von Alltags-Latex-Kleidungsstücken sprechen, dann spreche ich immer davon, zum Beispiel Hosen, T-Shirts, Jacken, Socken, meinetwegen Dinge, die man halt auch normalerweise im Kleiderschrank hat. Für mich persönlich ist die Latex-Leggings eigentlich am besten geeignet, um sie im Alltag zu tragen. Sie ist mit sehr vielen Dingen kombinierbar und das Ganze kann man somit mit anderen Kleidungsstücken auch ein wenig auflockern. Das nimmt den Ganzen die Strenge und ist meiner Meinung nach eigentlich super geeignet, um im Alltag getragen zu werden. Dahingehend würde mich natürlich interessieren, was empfindest du denn als alltagstauglich? Ein Latex-Catsuit ist meiner Meinung nach vielleicht noch ein wenig zu früh für unsere Zeit. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass es irgendwann tatsächlich so sein wird, dass man im Latex-Catsuit auf die Straße gehen kann. Ich stelle mir da immer so ein wenig dieses Future-Szenario vor, wo auch Latex eigentlich am besten reinpasst. Und ja, vielleicht ist einfach das Ganze noch ein wenig zu früh für unsere Zeit. Aber ich gehe davon aus, dass es irgendwann machbar ist, tatsächlich im Latex-Catsuit auf die Straße zu gehen. Natürlich, jeder kann machen, was er möchte. Das möchte ich damit gar nicht sagen. Aber ich persönlich würde mich nicht wohlfühlen und daher ist das meine Grenze. In einem Latex-Oberteil, in einer Latex-Leggings fühle ich mich persönlich viel wohler, da ich das Ganze ein wenig durch andere Kombinationen auflockern kann. Und ja, das ist halt das Wichtigste, dass man sich einfach wohlfühlt in seiner Haut und das, was man nach außen transportieren möchte, eben auch nach außen transportieren kann. Das andere ist wahrscheinlich noch eine Nummer zu groß für mich. Natürlich war ich schon in einem Latex-Catsuit auf der Straße unterwegs, aber tatsächlich dann nur zu einem Shooting und ja, das war dann auch okay für mich, aber ansonsten würde ich tatsächlich sagen, ist ein Catsuit dann doch zu viel. Das ist aber wie gesagt nur meine Meinung. Mich würde einfach mal interessieren, wie siehst du das denn überhaupt? Was trägst du denn so im Alltag, wenn du überhaupt Latex im Alltag trägst? Abschließend möchte ich noch einmal dazu sagen, dass ich finde, dass Latex einfach unabhängig von diesem ganzen Klischee gesehen werden sollte. Es ist in meinen Augen einfach nur ein Material, was neutral betrachtet werden sollte. Es trägt absolut nicht zur Imageverbesserung bei, wenn Latex per se sexualisiert wird.
Mich macht es wütend und auch traurig zugleich, denn für mich hat Latex eine ganz andere Bedeutung. Deswegen nochmal ein Appell an euch. Es ist viel zu schade, Latex einfach nur in seinen vier Wänden zu tragen. Geht auf die Straße, fasst euren Mut zusammen, versucht es einfach, das zu machen, worauf ihr Lust habt. Das soll es für heute auch schon gewesen sein. Ich werde mich jetzt ausklinken und euch den Freiraum geben, euch in meinen Kommentaren auszutoben. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben geben würdet und meinen Kanal abonnieren würdet, denn ich habe gesehen, viele von euch schauen zwar meine Videos, aber habt mich nicht abonniert. Und wie gesagt, ich würde mich halt sehr, sehr freuen, wenn ihr auch einfach auf Abonnieren klicken würdet. Es ist kostenlos und ihr würdet dann auch nichts mehr verpassen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal.